Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Dying Light 2 hier auf Trend 17 TV. Euer T natürlich wie immer für euch am Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz lieben Dank an alle Probanden, die das Projekt hier so schön unterstützt haben mit einem Daumen nach oben. Bitte auch weiterhin den Kanal abonnieren, das ist immer noch kostenlos. Und dem Video einen Daumen geben. Und hier geht es natürlich wie immer super spannend weiter. Aiden, oh, das sieht aber nicht gut aus. Kommen Sie her. Wissen Sie, was das ist? Jackman, da ist er. Gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Und jetzt was ist es meiner. Was passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay. Aber über Funk sagten Sie, dass Sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Wir sind mal ehrlich. Ich suche meine Schwester. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walls Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Walls. Ja. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte. Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Tja. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Das macht Sinn. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Alles in Ordnung, Sir? Mayer wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay. Der Jack. Ist in Ordnung, ne? Hat der da unten übers Essen oder was? Soll froh sein, dass er was kriegt hier. Okay. Ganz cool, das Schiff hier, ne? Gibt es ja auch noch irgendwas abzugeiern? Da kann ich auf jeden Fall.
Wo habe ich hier eben Händler gesehen? Wo war hier doch eben Händler? Geh noch mal eben hoch. Das ist Mayor. Mal gucken, was hier, was das hier für einer ist. Kindern geht es gut. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. So, jetzt kann ich erstmal ein bisschen Schrott verkaufen hier. Wenn ich ein bisschen leichter werde. Kein Mensch braucht so viel Waffen hier. 30. Das ist 3, das werden wir nicht. Das ist schon ziemlich Schrott, das Ding. Der Abrisshammer. Oh, der gibt nicht viel. Lockere Schraube. Das ist eine Machete. 48. Hm. 18, der hat ja gar nichts drauf hier. Ja. Abrisshammer, scheiße. Wundbrand. Tischbein kann auch weg. Selbstgebrannte, selbstgebaute gebrannte, genau. Täuschkörper, Geldmünze, Goldmünze. Boah, was soll ich da? Warum sollte ich das verkaufen? Hier habe ich auch zig Sachen. Ich kann ja eigentlich alles weg, ne? Bisschen Kohle machen hier. 25 Hemden braucht auch kein Mensch. So, weg damit. Torso-Ergänzung weg. ...15.000 Schuhe? Hosen? Wie viele Hosen habe ich hier denn? Hauptsache ich habe gleich noch irgendwas an. Feste Schuhe. Boah, hier kann ich ja richtig... Ja, die zwei sollte ich vielleicht nicht verkaufen. Die sind ja besser eigentlich, ne? Hier ein. So. Aufputschmittel kann ich bei ihr kaufen. Ich werde noch verkaufen. Kann ich noch irgendwas verkaufen da? Die ganzen Krempel hier, das kann doch alles weg. Verschiedenes. Alle verkaufen. Oh, hier kann ich richtig Kohle machen. Alle verkaufen. Werkzeuge, Schmuck verkaufen. Alle verkaufen. Konserven. Verkaufen. Alles weg. Eine Uhr brauche ich auch nicht. Weg. Sogar mehrere Uhren gefunden. Mehl verkaufen.
Das behalten wir. Reis, weiß ich gar nicht. Brauchen wir das noch? Machen wir auch weg. 26. Ja, alle verkaufen weg. Nur euren blöden Armreif brauche ich auch nicht. Ressourcen. Batterie, ich glaube, das behalten wir. Ne? Nee. Das verkaufen wir nicht. Weißer verkaufen. Richtig Kohle hier. Seife braucht kein Mensch. Und Zigaretten rauchen tun wir nicht. Ausgehschuhe brauche ich auch nicht. Werkzeug. So. Jetzt können wir mal sehen, ob wir hier noch was sehr Cooles kaufen können. 8.856 haben wir. Boah, heftig. Nee, ich will nichts. Ich will kaufen, Lady. So, ich nehme mal alle kaufen. Das wäre richtig. Schutzbrille. Oh, einzigartige Kaufausrüstung, Kopfbedingungen für Panzer, Kassel, Schwerpunkt. 1414. Was soll denn die Schutzbrille bringen hier? Sanitärkappe. Oh, jetzt sind ja richtig coole Sachen. Nacken. Stadenwiderstand. Ich glaube, die Schutzbrille, die kaufe ich. Die ist ja cool. Scheiß drauf, die nehme ich. Modifizierte Handschuhe kaufe ich auch. Artefakt Armschienen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Klasse ich habe. Oh Gott. Reinigungsmittel brauche ich alles nicht. Rüstung 3. Ich habe keine Ahnung, ob ich die habe. Ich kaufe die mal. So. Sag allen, dass es hier reiche Beute gibt. Auf jeden Fall. Dein Stand war cool. So, sorry Leute, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Kann ich was für dich tun? Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Cool. Er erwähnte einen Plan. Der VNC, Tom. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villedor. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Was wollten diese Überlebenden am Eingang von dir? Meinst du unseren kleinen Streit? Sie wollen, was alle wollen. Sicherheit. Niemand weiß, warum der Schlechter Abtrünnige angreifen ließ. Bis wir das herausfinden, müssen wir das große Ganze im Auge behalten. Und es nervt mich echt, wenn Leute meinen Vater erwähnen. Wer war dein Vater? Ein Held oder sowas? Ach, schon wieder. Da du neu hier bist, erzähle ich dir die Kurzfassung. Klassiker. Rettete ein paar seiner Soldaten. Bekam eine Medaille. Wann war das? Ist lange her. Damals, als die Leute nur gegeneinander kämpften und nicht auch gleichzeitig gegen Infizierte. Interessant. Aber widmen wir uns lieber wieder dem Plan, okay? Okay. Ich glaube, über dem Fernsehturm. Was macht sie so gefährlich? Doch alles. Da drin ist ein Schattenjägernest, glauben wir. Ach du Scheiße. Es ist die größte Dark Zone in der Umgebung. Einst versuchten Nightrunner, sie zu erobern.
Sie wollten die Antenne benutzen, um die einzelnen Gruppen von Überlebenden miteinander zu verbinden, den Menschen Hoffnung geben. Aber sie kamen nicht einmal in die Nähe der Antenne. Und am Ende wurden die Nightrunner ausgelöscht. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Sieh also erstmal nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Okay, suchen wir Juan. Juan. Okay, sie haben UV-Taschen erhalten, die ermöglicht ihnen zurückzustoßen und schwächen insbesondere Befallende und Schattenjäger. Zur Nutzung der UV-Taschen rüsten sie mit links aus und halten sie gedrückt. Die Null erreicht, müssen sie warten, bis der Akku aufgeladen ist. Okay, sorgen sie dafür, dass die Infizierten im Kegel der UV-Lampe bleiben, bis sie zu Boden fallen. Macht sie einige Sekunden verwundbar. Okay. Die blöde Münze braucht ja kein Mensch. Ich glaube, das geht nicht, ne? Hier geht das nicht. L2 gedrückt. Infizierten L2. Zubehör schnell und ausrüsten und verwenden L2 gedrückt halten. Eine Schande, hier wird das nicht funktionieren. Gehen. Gut. Okay. Geweint, als in der Stadt die Lichter angingen. Dafür wird man den Abtrünnigen nicht vergeben. Wo ist Juan? Juan, wo bist du? Springen kann er hier auch nicht. Sag mir lieber, was bei dir los ist. Ich weiß nicht. Neulich hatte ich die Ehre, von Rainer persönlich zusammengestaucht zu werden. Ich suche nach Juan Rainer. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Also hat Monsieur Jacques dich geschickt? Jacques Matt. Monsieur Rainer ist Jacques nicht Matt. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Rainer ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Matt wird nicht glücklich sein. Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. The One? Aiden, lebst du dich ein in der Stadt? Ich arbeite daran. Maya und Jack haben mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Oh, schön, ja. Der PKs, die ich getroffen habe. Das könnte daran liegen, dass sie keine PKs sind, Adlerauge. Das Geschäft ist ihr wahrer Glaube. Verstehe. Wie auch immer, ich kann ihren Boss nicht finden. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Die Kantine? Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tisch da. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Ich will nicht, dass mein Name irgendwo auf einem Gedenkstein in den Straßen landet. Okay, in der Kantine. Was ist mit ihm passiert? Irgendwo hier. Hier könnte man sich ja echt verirren in dem Schiff. Hast du im Briefing nicht zugehört? Wir werden inspiziert. Okay, spielt keine Rolle.
Schönes Wetter. Das wäre die Hälfte dieser Leute Beißerköder. Gott, wo ist denn die Kantine ganz? Ups! Bitte, helft mir! Sie versuchen mich zu töten! Keine Zeit, Chef! Komme ich da irgendwie rüber? Wow. Wow. Was ist da los? Okay, den versuche ich mal zu retten, ja. Dieser PK wird im Hand umdrehen zum Beißer. Siehst du das? Zweite. Mehr hast du nicht drauf. Es geht so. Noch jemand? So, wo kann ich den? Wie kann ich den jetzt retten? Da komme ich nicht hoch, Chef. Da komme ich nicht hoch. Ja, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich dich retten soll. Sorry. Ach, Mensch. So ein Ärger. Cool. Also, Leute, wachsam bleiben. Schafft er nicht. Ah, shit. Treibt er sich rum hier, der Sack. Ist hier wenigstens noch was zu holen? Teile sind immer gut. Hast du was gehört? Ist denn mit dir los? Abtrünnige haben die Kantine angegriffen. Es ist nirgends mehr sicher. Der schwebt in der Luft. Andere Seite, ne? Jetzt überfallen die verdammten Nightrunner, kommen zu Kantine. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Juan, da ist er, wa? Juan Reyna? Hast du dich verlaufen, Mann? Wir haben nicht nach einem Kellner gerufen. Ich habe Befehle, dich zu suchen, von Maya und dem Commander. Mein Name ist... Ich weiß, wer du bist, Aiden. Nach dieser Aktion mit den Abtrünnigen will die halbe Kantine ihren geliebten Nachwuchs nach dir benennen. Einschließlich Winnie hier. Aber du hast unsere Mahlzeit unterbrochen. Nenne dein Anliegen in einem Satz. Und verschwinde danach bitte wieder. Du weißt sehr genau, warum ich hier bin. Die UV-Lampen.
Maya sagt, du schuldest den Peacekeepern eine Lieferung. Und du glaubst, dein Gebell macht Eindruck bei mir? Der Obertrottel Jack glaubt, dass er seinen Terrier schicken kann und alle machen sich dann vor Schreck in die Hose. Aber was kann ich auch erwarten? Der erkennt nicht einmal den Unterschied zwischen Champagner in einem Kristallkelch und Wasser in einem Hundenapf. Kein bisschen Finesse. Ist doch so. Oder, Benny? Ich weiß nicht. Keine Angst. Es ist ja nicht so, als würde Jack hier einmarschieren und dich hängen lassen. Zumindest nicht jetzt. Ach, Vinny. Lass dir endlich ein Rückgrat wachsen. Du willst meine Aufmerksamkeit, Aiden? Zeig mir, dass du sie verdienst. Was kannst du anbieten? Sieh mal, ich kann dir genauso gut helfen, wie ich Matt helfe. Daran zweifle ich nicht. Ich habe gehört, du seist ein Pilger. Du bist aber neu hier. Wenn du ein paar Bauern den Schädel einschlägst, bedeutet das nicht, dass dich jeder gleich Huckepack nehmen will. Du musst mit den Menschen subtiler umgehen. Jeder hat seine eigenen Wünsche, seinen eigenen Preis. Dein Ton passt mir noch nicht so ganz. Versuch es nochmal. Hör mal, ich versuche nur zu helfen. Ich brauche diese Lampen. Jetzt geht also das Kriechen und Betteln los. Das wird richtig toll. Brauchst wirklich du sie? Oder Jack? Was hat er dir versprochen? Sieh mal, du solltest liefern. Und ich wurde gebeten, dafür zu sorgen. Und wie willst du das tun? Willst du vielleicht mit deinen hübschen Augen klimpern? Ich sage ja nicht, dass du nicht mein Typ wärst. Ich kotze gleich. Ich brauche aber einen Grund, bevor ich Vinny das Herz breche. Du musst dich also noch etwas mehr anstrengen. Ja, ich schleim hier bestimmt nicht weiter. Deine Zeit ist um. Du hast mein Interesse nicht wecken können. Was willst du, Juan? Wie es so schön hieß, wenn du nach dem Preis fragen musst, kannst du ihn dir nicht leisten. Zurück zu den dringenden Angelegenheiten. Und? Hast du Fortschritte mit diesem aufgeblasenen Arsch gemacht? Ich habe noch nie so einen Typen getroffen. Ich hab's dir gesagt. Wir treffen uns bei mir, dann reden wir. Oder einen Tropfen Vino? Vielleicht etwas Obst? Süßes bekommen. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir einen Boxenstopp. Die Folge hat schon wieder super XXL-Länge hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier geht's natürlich wie immer spannend weiter. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, ist immer noch kostenlos. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.